Das Fleisch ist verdorben, Strom für die Kühlung gibt es nicht, der ist mal wieder für Stunden ausgefallen. Trotzdem stehen viele Venezolaner Schlange, um wenigstens ein paar Stücke zu kaufen, denn die Preise sind niedrig und der Bedarf an Essen hoch. Es schmeckt etwas faul, aber mit ein wenig Essig und Zitrone geht es. Die Versorgungslage in Venezuela ist katastrophal und zwingt immer mehr Menschen zur Flucht. David Pernilla ist einer von hunderttausenden Flüchtlingen. Er lebt seit einem Jahr in Peru. Jetzt hat der Familienvater auch seine drei Kinder und seine Frau nachgeholt. Weil unsere Familie so weit voneinander entfernt gewohnt hat und mein Mann nicht nach Venezuela zurückkehren kann, haben wir uns dazu entschieden, mit ihm hier zu leben. Es war wohl möglich die letzte Chance, denn ab diesem Wochenende müssen Venezolaner einen gültigen Reisepass haben, um nach Peru einzureisen. Und den besitzen nur wenige. Eine Maßnahme von vielen, die Nachbarländer jetzt ergreifen wollen. Sie sind mit den Flüchtlingen zunehmend überfordert. Unterdessen versucht auch Venezuelas Staatspräsident Maduro der Krise entgegenzuwirken. Er hat kurzerhand 5 Nullen des Bolivar gestrichen, die Währung damit um 96% abgewertet. Ich werde jetzt noch ärmer. Wir alle werden ärmer. Diese Sorge teilen auch Wirtschaftsexperten. Sie glauben, dass die herrschende Hyperinflation dadurch noch beschleunigt wird. Ende dieses Jahres soll sie die 1-Million-Marke erreichen.